Ich predige weiter aus dem Buch Hohenlied. Eine weitere Predigt über wie wir den Herrn Jesus gegenüber treu sein sollen. Immer treuer werden sollen. Im Licht seiner Treue uns gegenüber. Und dies in der Realität der ersten Liebesbeziehung mit ihm. Okay, wir fangen wieder mit Vers 1 an. Das Hohelied, Kapitel 1 und Vers 1, das Lied der Lieder. Es ist tatsächlich der Lied aller Lieder, weil es geht um die Liebesbeziehung zwischen uns und Christus. Es gibt kein Lied, das so wichtig ist, so köstlich ist, so entscheidend ist, als dieses Lied. Zweitens, Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, ist gemeint als Wunsch. Deswegen, wie mehrere Übersetzer es übersetzt hat, den Vers, möge er mich küssen mit den Küssen seines Mundes. Diesbezüglich Punkt Nummer 1. Was sagt der Herr dir durch, was hier geschrieben steht, wenn du überhaupt dem Herrn Jesus gehörst? Er sagt dir Folgendes: Erfahre die köstliche Realität immer mehr und fortschreitend, nämlich je mehr du als meine Jungfrau dich nach mir selber und nach meinen einzigartigen Liebesküssen sehnst, je sicherer ist es, dass du praktisch und persönlich wie eine wahre Jungfrau handeln wirst. Du wirst dann nämlich handeln wie eine Person, die vom ganzen Herzen, ja vom ganzen Wesen ungeteilt auf mich gerichtet bist und bleibst. Ich erwähne dies nur wieder kurz, wiederhole es kurz, weil es so entscheidend ist. Nur solange wir diese Sehnsucht danach erfahren, intensiv, überwältigen, dass er uns immer wieder küssen soll mit den Küssen seines Mundes, werden wir in der Lage sein und in der Lage bleiben, um alle Götzen zu vermeiden und Erwerb Nummer 1 in unseren Gedanken, Herzen und Leben bleiben. Zweitens sollen wir auch die köstliche Realität erfahren, die so heißt: Je mehr die Jungfrau sich nach der persönlichen Erfahrung von Christi einzigartigen Bräutigams Liebesküsse sehnt, je mehr spricht sie dieses alle Konkurrenz überwältigenden Verlangen aus. Je mehr sie sich nach seiner Liebesküsse sehnt, je mehr Freimütigkeit bekommt sie, dieses Verlangen in Worten auszusprechen. Deswegen, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, oder möge er mich küssen mit den Küssen seines Mundes, aber dann nicht mehr er, denn deine Liebe ist besser als Wein. Sie bekommt mehr Freimütigkeit. Wenn sie anfängt, über ihn zu reden, je länger sie über ihn redet, je mehr wirkt der Geist in ihre Gedanken und Herzen. Und je freimütiger wird sie, um nicht nur über ihn zu reden, sondern ihn persönlich anzusprechen. Ach Herr, deine Liebe ist doch besser als Wein. Der Genuss davon ist doch besser als, köstlicher als alle anderen Dinge in dieser Welt und im ganzen Universum. Dann sehnt sie sich danach und dann sagt sie ihm dies. Sie wird ihm gegenüber auf diese Weise immer freimütiger, in Freimütigkeit zu ihm zu reden. Wie ich gesagt habe, wir als Licht gebracht durch die Änderung von der Ansprechform er küsse mich zu deine Liebe ist köstlicher als Wein. Drittens, diese köstliche, die erwähnte köstliche Bräutigams gefallene Realität, dieses Verlangen, diese Freimütigkeit, dass wir dem Herrn, dem himmlischen Bräutigam gegenüber haben, wird weiter angefacht
durch die frühere unvergleichlich herrliche Erfahrung der Liebe des himmlischen Bräutigams. Sie hat gewusst, dass seine Liebe köstlicher als Wein ist, weil sie dies schon früher erfahren hat. Ich werde nicht wieder in Einzelheiten darüber reden. Darüber haben wir in Einzelheiten schon geredet. Aber es ist im Licht der Erinnerungen, die wir haben, dass wir uns immer mehr sehnen nach noch mehr von der persönlichen Erfahrung seiner unvergleichlichen Liebe uns persönlich gegenüber. Und daran sollen wir uns immer mehr erinnern. Und dann viertens, es wäre kaum möglich, auf eine ausreichende Weise zu beschreiben, zu was für einem Maß die geliebte und liebende Jungfrau ihrem eifersüchtigen himmlischen Bräutigam durch die so eine Herzenseinstellung und Rede gefällt. Wenn sie dieses Verlangen erfährt, solange sie dieses Verlangen erfährt, auf diese intensive Weise, und solange sie so redet, Herr, deine Liebe ist köstlicher als Wein, und sie tut es vom Herzen, weil sie dies wahrlich glaubt und weiß, dann gefällt sie ihm auf eine unbeschreiblich köstliche Weise. Sie stillt das Verlangen seines Liebesherzens als ihr himmlischer Bräutigam auf eine wunderbare Weise, die auch Gott dem Vater gefällt. Fünftens, die Erfahrung von wie köstlich die Salben des einzigartigen himmlischen Bräutigams tatsächlich dürften. Und die Tatsache, dass wir die Wirklichkeit und die Erfahrung davon spüren sollen, im geistlichen Sinn riechen sollen, ist sehr entscheidend. Jemand hat sein Ding zu laut. Can you just turn it off a bit? Somebody is here, he has it too loud. Aber Tatsache ist, dies ist, was wir in Vers 3 haben. Lieblich düften deine Salben. Dein Name ist wie ausgegossene Salböl. Ja, wie wir auch letztes Mal gesagt haben. Wenn wir anfangen, vom Herrn Jesus zu hören, wenn ich über ihn rede, wenn du über ihn redest, wenn er persönlich zu uns redet, durch sein Wort, geführt von einem Geist als Geist des Christus, dann düften die Salben des Herrn Jesus als Person. Er hat köstliche Salben. Seine Salben sind alle köstlich, aber sie dürfen nicht in dem Behälter bleiben, die alabasterne Flasche sollte gebrochen werden, wie zwei Frauen es gemacht hatten, als der Herr Jesus in dieser Welt war, bevor er ans Kreuz Golgothas gegangen ist. Und dann hat dieses Geruch des köstlichen Salböls das ganze Haus erfüllt. So soll es doch immer wieder stattfinden, dass jedes Mal, wenn wir Gottes Wort predigen, lehren, anhören, darüber nachsinnen, es zu Hause lesen, sollen diese Salben vom Herrn Jesus als Person düften. Und dies ist köstlicher als um dies zu erfahren. Es geht um die Nachsinnen darüber und dann die Erfahrung davon, während wir darüber nachsinnen, Geliebte. Und dies ist dann auch der Grund, warum wir in der Lage bleiben, als seine Jungfrauen zu leben. Und zweitens, als seine Jungfrauen, als eine reine Mägde, ihn tatsächlich zu lieben auf eine ausreichende Weise, ja, mit der ersten Liebe. Sehe doch Ursache und Resultat. Vers 3. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossene Salböl. Darum lieben dich die Jungfrauen. Dies ist der Grund, warum die Jungfrauen dich lieben. Ich konnte den Herrn Jesus nicht einfach lieben. Zuerst musste seine Salben duften. Und dies ist stattgefunden, als er mich zu ihm gezogen hat, als sein Vater durch das Wirken des Geistes, des Christus, mich zu ihm gezogen hat.
dann dufteten die Salben des Herrn Jesus. Dann spürte ich, wie kostbar er war, wie köstlich das Lamm Gottes war, der als das makellose Lamm am Kreuz hing. Und obwohl er so makellos war, musste er um meines Willen verflucht werden und meine Sünde auf sich nehmen und deine Sünde auf ihn nehmen, sich nehmen, um unsere Sünde zu tragen, dafür so unsäglich, unheimlich viel zu leiden. Nur wenn der Heilige Geist dies ans Licht bringt, in unserem Verstand und in unserem Herzen hell leuchtet, muss sie zeigen, wie köstlich er ist, der dort hing, der dort litt, der dort vom himmlischen Vater verlassen worden ist, wegen der Tatsache, dass sein Vater ihn um unseres Willen verflucht hat. Und dass er dies aus unendlicher Liebe uns gegenüber gemacht hat. Obwohl es ihm sein Leben, sein Alles, sogar seine Beziehung mit seinem Vater gekostet hat. Wenn der Heilige Geist diese Realitäten, geschichtliche Realitäten, die schon stattgefunden sind, beleuchtet, in unsere Gedanken und Herzen lebendig machen, dann können wir nicht anders, als um auch auszurufen, oh Herr, wie lieblich duften deine Salben, dein Name ist tatsächlich, unserer Erfahrung nach, wie ausgegossenes Salböl. Es ist ausgegossen worden und es wird immer wieder ausgegossen. Es geht um zwei Realitäten. Es geht immer zuerst um den Herrn Jesus selber. Wir können nicht einfach Vorteile lieben und Dinge lieben. Um in einer erste Liebesbeziehung zu sein, brauche ich eine Person. Ich habe eine erste irdische Liebe zu meiner Frau 40 Jahre lang gehabt. Aber um dies zu haben, musste ich meine Frau begegnen, kennenlernen. In meine Arme nehmen, sie küssen und sie hat mich zurückgeküsst. Und so lebten wir zusammen, so leben wir schon zusammen 40 Jahre, eine Woche lang. Und wir haben eine Person empfangen. Wir haben Christus empfangen. Und wir sagen, Herr, du bist hervorragender als alle anderen und als alles andere. Du bist noch köstlicher als das Werk, das du an unserer Stelle vervollständigt hast am Kreuz. Ist dies wahr? Der Herr Jesus ist noch köstlicher, viel köstlicher als das Werk, das er vervollständigt hat. Er ist am köstlichsten. In ihm wohnt alle die Fülle Gottes, alle die Fülle von Gottes Weisheit und Erkenntnis, Gnade, Güte, Heiligkeit, Tadellosigkeit, Herrlichkeit. Und um ihn zu kennen, ist um alles, was edel und köstlich ist, zu kennen. Und man kann nicht anders, als ihn zu lieben, wenn man dies gesehen hat, dies ihm so geschmeckt hat, seine Liebe so geschmeckt hat. Und dies ist stattgefunden. Aber dies soll doch fortdauernd und fortwährend stattfinden nach unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Wir dürfen doch nicht aus dieser Stelle herauskommen, davon abgleiten, daraus herausrützen. Diese Liebe soll eigentlich immer noch weiter wachsen, eine immer gereiftere Liebe noch werden. Die Leute, die glücklich verheiratet sind, mehrere Jahre lang, wissen dies. Wir haben geskypt mit Leuten, die 3 Jahre lang verheiratet sind. Am Freitagabend, dann sagte ich ihnen, ich will euch jetzt eine direkte Frage stellen. Mann, liebst du deine Frau mehr als vor 3 Jahren? Ach, viel mehr, hat er gesagt. Liebst du deinen Ehemann noch mehr als vor 3 Jahren? Gleichfalls, hat sie gesagt. Und dies ist doch wahr, je mehr wir auf dem Weg miteinander bleiben, je mehr entdecken wir von den guten Dingen ineinander und je besser wird die Beziehung. Aber wir entdecken auch schlimme Dinge ineinander, oder? Keiner von uns ist doch perfekt, aber unser Herr Jesus ist perfekt und vollkommen. Und er hat uns noch nicht einmal enttäuscht, er wird es auch nicht tun. Und je mehr ich von ihm entdeckt habe, über die 50 Jahre, fast 51 Jahre, als errettete Mensch,
je begeisterter bin ich von ihm geworden. Und je mehr hat seine Salben gedüftet, die Salben von seinen Charakterzügen, seine Heiligkeit, seine Gnade, sein Sanftmut, sein Langmut, seine Güte, seine Herrlichkeit, Heiligkeit, sein Wissen, seine Allmacht mir gegenüber bewiesen, uns als seine Menschen gegenüber, als seine Braut gegenüber praktisch bewiesen. Und die sollte noch stattfinden, immer mehr, je länger wir mit ihm wandeln. Er selber, seine Charakterzüge und Taten, deswegen auch zweitens, die verschiedenen Aspekte seines Dienstes. Weil er für uns so köstlich ist, erfahren wir auch die Aspekte seines Dienstes uns gegenüber. Also absolut köstlich. Herr, du bist mein König. Es ist so köstlich, dass du herrschst in meinem Leben. Dass du König aller Könige bist in meinem Herzen und Gedanken. So hast du mir gemacht. Dazu hast du mir befähigt, um dir an der ersten Stelle als mein König, Liebeskönig zu haben. Als mein Prophet, ach, es war so köstlich, als der Herr jedes Mal zu mir geredet hat. Johann, dies und dies zeige ich dir von mir selber und von meinem Wille für dein Leben, von dem Wille meines Vaters für deinem Leben. War es köstlich, hat die Salben des Christus und von seinem Dienst geduftet in meinem Herzen Gedanken. Und alles war so köstlich gewesen. Und so sollen wir einfach immer mehr vom Herrn Jesus und von seinem Salböl erfahren. Ja, von ihm als Person und von seinen Werken, von seinem Dienst. Von seinem Dienst, wie er dies vervollständigt hat, am Kreuz von Golgotha und durch seine Auferstehung, aber auch in Bezug auf seinen Dienst als herrschender König vom Himmel herab in seinem verherrlichten Körper, während er die ganze Zeit lang für uns eintritt, uns bekräftigt, uns bemächtigt, uns dazu befähigt, seine Stimme zu hören, seine Gestalt zu sehen, sein geistliches Gestalt zu sehen in Herrlichkeit. Und je mehr er uns dazu befähigt, unvergeteiltes Herzens auf ihn gerichtet zu bleiben. Paulus hat uns doch ein wunderbares Beispiel diesbezüglich gezeigt. Und je mehr wir so leben, je köstlicher wird alles, je herrlicher wird alles, je mehr erfahren wir sein Joch als sanft und seine Last als leicht, wie er selber erwähnt hat, laut Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Wisst ihr was? So sollen wir dann reagieren auf diese Salböl. Ich werde in Kürze noch mehr sagen über wie sein Salböl und warum es so duftet. Aber wie reagieren wir, wenn wir das Geruch dieses köstlichen Salböls riechen? Wenn wir es spüren, wenn wir ihn spüren in seiner Lieblichkeit und Herrlichkeit, dann wird unser Verlangen, ihn zu lieben, wie wir ihn lieben sollen, noch intensiver gemacht durch den Geist des Christus, durch ihn selber, durch das Wirken seines Geistes. Und dann rufen wir aus die Worte, die sie ausgerufen hat. Laut Vers 4. Sie hat zuerst erfahren, lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossene Salböl, darum lieben dich die Jungfrauen. Und wir wollen dich noch in vollständiger Liebe, oh Herr, du bist es wert. Deswegen rufen wir aus, zieh mich dir nach. So laufen wir. Ja, der wahre Christ, der mit dem Herrn Jesus wandelt, der in der ersten Liebesbeziehung, in dem ersten Liebesfestmahl mit ihm lebt, zusammenlebt, eine innige Verbundenheit mit ihm, erfährt und spürt ein immer intensives Verlangen. Herr, du bist so köstlich, du bist so lieblich und
unsäglich wertvoll, dass ich fühle mich, ich schäme mich darüber, dass ich dich nicht aus, mit einer ausreichenden Liebe liebe. Herr, ich will dich lieben, wie ich dir lieben soll. Dich lieben soll. Aber Herr, ich kann es nicht aus eigener Kraft machen. Deswegen, oh Herr, ziehe mich, wie du mich gezogen hast zu dir, mit Seilen der deine Liebe, bevor ich zu dir, damit ich zu dir kommen konnte, in meine Bekehrung und Wiedergeburt. Ach Herr, höre doch nicht auf damit. Mache doch weiter damit, ziehe mich doch wieder und fortwährend dir nach, damit ich mit dir laufen kann, oh Herr, dass wir mit dir laufen können. Wisst ihr was? Der Herr Jesus ist eingesetzt worden zu diesem Ziel und Zweck, um seine auserkorene geliebte Menschen, die zu seiner Braut gehören sollen, selber und persönlich durch das Wirken seines Geistes zu ihm zu ziehen. Was wird er genannt? Ich werde nicht dies nachschlagen, ich erwähne nur die Bibelstelle. Daniel 9, 25, Daniel 9, 26 und so weiter. Er wird Gottes Gesalbte genannt in diesen Versen, auch in anderen Bibelstellen, auch in Psalm 2 und so weiter. Er ist der gesalbte Mann Gottes. Was bedeutet dies? Was beinhaltet dies? Wir lesen im Johannesevangelium, dass dies beinhaltet, dass sein Vater ihn mit dem Heiligen Geist gesalbt hat. Ich bin auch mit dem Heiligen Geist gesalbt. Du auch, wenn du errettet wirst. Aber der Herr Jesus ist durch seinen Vater auf eine einzigartige Weise mit dem Geist Gottes als das geistliche Salböl gesalbt worden. Nämlich, Gott gibt ihm den Geist ohne Maß. Ohne Maß. Ich habe nur ein Maß vom Heiligen Geist empfangen, du auch. Wie ich auch ein Maß vom Glauben empfangen habe, wie du auch ein Maß vom Glauben von ihm, vom himmlischen Vater empfangen hast. Aber er hat es ohne Maßen empfangen. Gottes Geist, dritte Person in der Dreieinigkeit. In der Dreieinigkeit hat er ohne Maßen empfangen. Er erfährt deswegen die Fülle des Geistes auf eine einzigartige Weise. Paulus war auch mit dem Geist erfüllt und gesalbt gewesen, aber nicht beinahe so unendlich viel, so ohne Maßen, wie es im Fall der Herr Jesus ist, eine Tatsache ist. Und weil er die Fülle des Geistes ohne Maßen erfährt, funktioniert er und vervollständigt er fortwährend seinen Dienst in dieser unendlichen Fülle des Geistes. Deswegen riefen die Leute aus, als er gepredigt hat. Niemand hat noch geredet wie dieser Mann. Auf diese einzigartige Weise hat er in der Salbung des Geistes Gottes geredet und sein Salböl hat geduftet, seine Salben hat geduftet, als er geredet hat, fortwährend, jede Sekunde. Auch als er laut Jesaja 50, Vers 4, wusste, wie er die Ermüdeten und die Ermattenden mit Worten erquicken musste. Ach Herr, dein Salböl duftet jetzt so köstlich und ich kann nicht dieselbe bleiben. Mein Herz ist wieder aufs Neue berührt worden, meine Gedanken. Mein Herz ist noch brennender für dich gemacht worden, weil ich kann nicht anders als auf diese duftenden Salben zu reagieren. Auf dein duftendem Salböl zu reagieren. Dies ist, wie er uns zieht. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Niemand von uns ist überhaupt in der Lage, Christus Jesus als den auferstandenen verherrlichten Christus auf die richtige Weise, auf die Gott und Christus gewollte Weise, auf die Gott und Christus gefallene Weise zu lieben. Dies würden wir nicht tun können, hätte er uns nicht fortwährend zu ihm gezogen. Aber dies ist ein Gebet, das wir ständig beten sollen.
O Herr, ziehe mich nach dir. Ich will mit dir laufen. Wir wollen doch zusammenlaufen. Warum habe ich immer meine Frau zu den Konferenzen genommen, gesagt, wie Dr. Martin Jones, ich lehne die Einladung ab, um zur Konferenz zu kommen, wenn es nur eine Männerkonferenz wäre. Weil ich und meine Frau sind eins gemacht worden. Ein Fleisch. Wir sind eins im Herrn Jesus gemacht worden. Laut 1. Petrus 3 erben wir gemeinsam immer mehr von der Gnade, von Gottes Leben auf eine absolut einzigartige Weise. Es gibt keine Beziehung in dieser Welt, die so tief und so herrlich und köstlich sein könnte, als die Beziehung zwischen Mann und Frau in der wahren Ehe. Aber es gibt nichts, die mit der köstlichen Beziehung, die wir mit dem Herrn Jesus als unser himmlischer Bräutigam, nichts kann damit verglichen werden. Wenn dieses Salböl duftet, wenn er uns fortwährend zu ihm zieht, lass uns zuerst spüren, wie er dies gemacht hat, als er in dieser Welt drin war. Ein Beispiel diesbezüglich. Lukas Kapitel 4, wir werden ab Vers 17 lesen. Lukas Kapitel 4, ab Vers 17. Lass uns mit 16 anfangen, um den Kontext auch zu kriegen, mitzubekommen. Lukas 4, Abvers 16. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Vers 17. Und es wurde in die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Sie hatten nicht Bücher gehabt wie wir. Gutenberg war noch nicht da. Deswegen hatten sie noch nicht Bücher gehabt. Ihre Bücher waren Buchrolle gewesen. Jeder hat nicht seine eigene Buchrolle gehabt. Deswegen mussten sie kommen, um zu hören, wie jemand aus der Buchrolle vorgelesen hat. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, er rollte es zuerst auf, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir. Die Leute reden so töricht über was. Vergebe mir, aber ich weiche ab von meinem Thema. Die Leute sind so intelligent, dass sie philosophieren. Sie sagen, als Elisha gesagt hat, ich möchte ein Doppelteil von deinem Geist haben, dass dies auf mich kommen würde. Dies bedeutet einen doppelten Erdteil für seinen Nachkommen, alle Arten von Quatsch. Er hat gesagt, lass ein Doppelteil von deinem Geist auf mich kommen. Dass doppelt so viel vom Geist Gottes auf mich ruhen. Wie der Herr Jesus es gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Was zu tun? Warum ist er so ohne Maßen gesalbt worden mit dem Salböl des Heiligen Geistes? Warum hat Gottes Geist so ohne Maßen auf ihn geruht, fortwährend, zu diesem Ziel und Zweck, Geliebte? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Gesalbt hat mit der Fülle des Geistes, ohne Maßen, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Es wäre wertlos, das Evangelium zu verkünden, wenn der Geist Gottes nicht auf uns ruht. Weil wir werden die Leute nicht fröhlich machen können. Sie werden kein Verlangen spüren, wenn der Geist nicht mächtig wirken wird. Die Salben des Herrn sollen düften, während wir reden, wie sie gedüftet sind, als er geredet hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Wie köstlich ist diese Salbe? Wie köstlich duften diese Salben? Dieser Mann, diese Frau war zerbrochenen Herzen gewesen, zerbrochenes Herzens gewesen. Aber nicht mehr, nicht länger. Sieben Geister hat er aus
eine Frau ausgetrieben. Ganz neu hat er sie erschaffen. Ihr Herz hat geblüht. Ihr Herz war absolut gebrochen gewesen, jahrelang. Durch die Sünde, durch Männer ist sie immer wieder verletzt worden. Aber ihr geistlicher Ehemann hat es anders gemacht. Als er geredet hat, in ihren Herzengedanken hinein, als er sie wirksam zu ihm berufen hat, hat er ihr ein neues Herz geschenkt. Konnte nicht anders als wie Lydia. Laut Apostelgeschichte 16, vom Herzen auf seinen Liebesruf zu reagieren. Herr, ich nehme dich nicht nur an, weil ich nicht in die Hölle kommen möchte. Ich nehme dich an zuerst, weil ich dich lieben will, weil ich habe gespürt, dass niemand so köstlich und so herrlich ist, wie du es bist. Ja, er hat mich gesagt und mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Es gibt zu viele Gefangene noch unter den Christen. Sie sind noch so traurig. Warum fließt das Salböl nicht? Ich kann es nicht begreifen. Ich bin noch, meine Gedanken sind noch vorprogrammiert, um wie ein alter Mensch zu denken. Und ich kann einfach nicht akzeptieren, sagen sie mir, dass er mich liebe, wie ich bin. Ich kann mich nicht einfach in ihm freuen. Ich sinne häufiger nach, über wie schlimm ich bin, als über seine Liebe. Und deswegen rede ich immer über die Vergangenheit und über meine Zukunft, aber ich rede nicht über meine Gegenwart. Ach Herr, ich erfahre jetzt, dass du mich befreit hast. Und als befreite Geliebte des Herrn, der Herr will doch keine Ehefrau haben, die in Ketten gefesselt ist. Frei sollst du sein. Lass der Herr Jesus, wenn seine Salben düften, während sie düften, lass er dich doch völlig befreien. Dies ist, was du erfahren sollst. Um ihm gefallen zu können, wäre meine Frau die Hälfte der Zeit zerbrochenes Herzens gewesen, gefesselt, in Ketten gebunden. Konnte ich mich nicht in ihre Liebe freuen? Konnte sie mich noch nicht mit einer Wiederliebe zurücklieben, wie ich ihr geliebt habe? Ach Herr, befreie doch deine Menschen. Deswegen duftet deine Salben doch, deswegen fließt dein Salböl doch immer noch, auch insbesondere jetzt, auf eine noch köstlichere Weise, vom Himmel herab, während du vom Himmel herab als den gesalbten Christus regierst, in unserer Mitte, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in der Gemeinde. Ach Herr, befreie uns, lass uns dies doch erfahren. Lass der Prediger doch nicht jedes Mal über die Dinge predigen. Aber wir werden nicht umgewandelt, oh Herr. Wir spüren nicht die Freude in dir. Wir spüren nicht die Freiheit in dir. Und die herrliche Erfahrung, dich zurückzulieben, während wir deine Liebe zu uns immer mehr, immer vollständiger, mit immer mehr Freude erfahren, oh Herr. Ja, die Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Die physische Blinden hat er geheilt. Heutzutage heilt er selten die physische Blinden direkt. Er macht es teilweise durch die Ärzte. Ab und zu heilt er noch eine blinde Person im physischen Bereich. Aber wie viele Blinden hat er schon nach seiner Himmelfahrt und Verherrlichung und Einsetzung zum Rechten des Vaters, weil die geistlich blind waren. Du warst doch auch geistlich blind gewesen. Du weißt doch, wie herrlich es war, als du für das erste Mal Jesus sehen konntest. Ich weiß noch, wie erstaunt ich war. Herr, ich habe keine Ahnung gehabt, dass du so köstlich bist, dass du so schön bist, dass du so schön aussiehst. Und deine Salben dürften auch, indem ich die köstlichen Verheißungen lese, die Realitäten, die ich mit dir erfahren dürfen und sollen, oh Herr. Ach, ich sehe diese Dinge, wie ich dich sehe, mit meinen geistlichen Augen. Ja, der Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Ach, es gibt so viele depressive Menschen in Deutschland. Warum sind die Deutschen so depressiv? Was ist los? Der Herr ist gekommen, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Anstatt
zerschlagen zu bleiben, anstatt so depressiv zu bleiben, seine Freude eher zu erfahren. Man kann doch nicht viel Wein trinken, ohne fröhlich zu werden. Wenn es guter Wein ist. Und man kann doch nicht vom Wein der Liebe des Herrn Jesus trinken, ohne fröhlich zu werden. Warum bist du so depressiv? Du hast nicht genügend von seinem Wein, vom Wein seiner Liebe getrunken. Dies ist das, dein Problem. Aber du darfst es tun. Er will es haben, dass du es tun sollst, weil zu diesem Ziel ist er eingesetzt worden durch seinen Vater. Dies ist doch sein Dienst und er ist doch treu. Er macht seinen Dienst doch in aller Treue. Vers 19, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn. Das Jahr des Herrn ist sehr angenehm. Er festet sein Jahr als angenehm. Vers 20, und Jesus rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 21, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Augen. Hört doch, wie sie reagiert hatten darauf. Vers 22, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josef? Sie waren erstaunt. In einer anderen Bibelstelle lesen wir. Sie haben gesagt, niemand hat noch geredet wie dieser Mann. Er ist der Sohn Josefs und er redet so. Sie war so beeindruckt. Seine Worte waren so köstlich. Die Duften davon hat so herrlich geduftet. Die Salben davon hat so herrlich geduftet, dass ich nicht anders konnte als dadurch gefesselt zu sein. Ja, wenn der Herr Jesus wahrlich zu dir reden würde, wirst du gefesselt sein. Mit neuen Ketten. Mit Ketten der Liebe. Herr, du hast mich mit Ketten der Liebe zu dir gebunden. Zu dir gefesselt, ich kann nicht aufhören, dich mit der ersten Liebe zu lieben. Dies habe ich fast 51 Jahre lang erfahren. Aber ich musste jedes Mal beten, Herr, zieh mich aufs Neue zu dir. Ich kann es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wisst ihr, dass die Bibel lehrt uns auch in Johannes 12, 32, dass dies zu Jesu Christi Dienst gehört. Was hat er gesagt, bevor er ans Kreuz gegangen ist? Er hat gesagt, ich zitiere aus Schlachter, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, wird alle zu mir ziehen. Die Leute singen über Jesu Christi Kreuz. Dies ist nicht verkehrt. Aber ich lese nirgendwo, dass wir zu Christi Kreuz gezogen werden sollen. Ich liebe das Kreuz. In Ordnung, liebe das Kreuz. Aber lass uns doch biblisch reden, Geliebte. Wir lesen doch, ich werde alle zu mir ziehen. Zum Herrn Jesus als Person. Ist er deine Geliebte? Alle hier in dem Kontext ist alle die Auserwählte. Aber er ist zuerst von der Erde erhört worden, indem er am Kreuz hängen musste. Und er war am Kreuz gewesen, zwischen Himmel und Erde. Dort hat er gelitten, ist er von den Menschen und vom Vater verlassen worden. Hat er ausgerufen in Angst, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber letzten Endes, nachdem er die Hölle so erfahren hat am Kreuz, an unserer Stelle, an meiner Stelle, an deiner Stelle, hat er doch auch in Triumph ausgerufen, es ist vollbracht, der Preis ist völlig bezahlt worden. Und dann ist er doch gestorben, ist er doch beerdigt worden, ist er am dritten Tag aus seinem Grab auferweckt worden, ist er nach noch eine weitere Anzahl von Tagen zum himmlischen zum Himmel erhöht worden, zum Rechten des himmlischen Vaters in dem Himmel. Und von dort zieht er seine geliebten Menschen zu ihm. Hast du die Zeilen der Liebe erfahren, womit er dich zu ihm gezogen hat? Ich frage dich, fühlst du dich immer noch mit Zeilen der Liebe?
zum Herrn Jesus gezogen. Wenn nicht, hast du ein ernstliches Problem entwickelt. Der Herr Jesus hat als Gottes auserwählter Erlöser, der sein Heilswerk durch seine Menschwerdung sowie durch seinen Dienst als der letzte Adamsmensch in dieser Welt, durch sein Sühneopfer wie anstelle seiner Braut am Kreuz von Golgotha vollständig. Und dies in der Kraft und Realität seiner einzigartigen, unvergleichlichen, unermesslichen, unbegrenzten, unheimlich köstlichen und herrlichen Bräutigamsliebe. Dies hat er vollständigt, sowie durch seine Auferstehung und Erhöhung und sein heutiges Wirken vom Himmel herab, damit er uns dazu befähigen kann, und dies tut er auch, dass wir ihm je länger, je mehr als unser Prophet, Priester, König, Leiter zur ewigen Herrlichkeit, als unsere gute Hirte, als Hilfer in der Not, als unsere Fürbitter erfahren und genießen können. Aber immer zuerst als unseren geliebten himmlischen Bräutigam genießen können. Damit macht er weiter. Dies ist das Ziel des Herrn Jesus mit der Predigt von heute. Er will dich ziehen, er will mich ziehen, er will uns ziehen zu ihm. Hörst du seine Stimme? Fühlst du dich gezogen zu ihm aufs Neue? Spürst du, wie köstlich seine Salben düften, wie dass sein Name wie ausgegossenes Salböl tatsächlich ist? Geliebte des Herrn, lass uns weitermachen. Das Hohelied Kapitel 1 und Vers 3. Jetzt hat sie erfahren, lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Auf die Weise, wie ich darüber geredet habe jetzt. Darum lieben wir dich als deine reine Mägde. Wir sind tatsächlich immer noch deine reine Mägde, indem wir nur ein Herz für dich haben. Die Dinge der Welt, vom sündhaften Fleisch, und der Satan mit seiner falschen Rede. Diese Dinge sind nicht mehr in der Lage, uns von dir wegzukriegen. Wir bleiben ungeteiltes Herzens und vom ganzen Wesens auf dich gerichtet. Ja, laut 2. Korinther 11, Vers 2 und 3 werden wir nicht, unsere Gedanken und Herzen nicht von ihm abgelehnt. Bleiben wir in unserer Einfalt Christus gegenüber in der ersten Liebesgemeinschaft mit ihm drin. Aber wisst ihr was? Wenn wir dies erfahren, dann sagen wir, zieh mich nach dir, so laufen wir. Was bedeutet es, ist, dass wir dann mit dem Herrn Jesus laufen? Es bedeutet, dass wir unsere Herzen immer auf ihn gerichtet bleiben. Dass wir ihn immer an der ersten Stelle haben in unseren Gedanken und Herzen, dass er für uns immer am lieblichsten und am köstlichsten bleibt. Aber es bedeutet zweitens, dass wir doch wissen und immer besser es begreifen, dass wir seine wahre Gehilfen und Gefährten gemacht worden sind. Ich habe euch doch schon gesagt, die Bibel lehrt uns nicht, dass der Mann, was ist der männliche Form von Gefährten? Er ist nicht der Gefährte von seiner Ehefrau. Dies ist eine einseitige Angelegenheit, keine zweiseitige Angelegenheit. Wir sind seine Gefährten. Ich bin nicht der Gefährte meiner Frau. Sie ist die Gefährtin ihres Ehemannes. Gott hat Adam geschafft als Mensch, gesagt, er braucht einen Gefährten. Er fühlt sich einsam und alleine. Es fehlt ihm an Liebe, eine Liebesbeziehung. Es fehlt ihm eine Braut. Dann schuf Gott eine Braut für ihn, dann brachte er die Frau zu Adam. Hier ist doch deine Gefährtin. Sie wird auch deine Gehilfen sein. Deine Gefährtin ist sie. Sie wird mit dir auf deinem Weg laufen. Wohin du gehst, wird sie auch gehen. Weil sie dich liebe, wird sie dich in allen Dingen unterstützen. Und deswegen wirst du erfahren, Adam, sie ist auch deine Gehilfe. Sie wird dir helfen, um deinen Dienst zu vervollständigen. Der Herr schenkt der Mann den Dienst. Die Vision, von was er machen soll. Und die Frau ist da, seine Vision, die er von Gott empfangen hat, von ihm zu bekommen,
Dies hat der Herr mir gezeigt. Ich habe meine Frau gesagt, der Herr hat mich berufen zum vollzeitigen Dienst. Und sie sagt, dies habe ich gewusst, bevor ich dich kennengelernt habe, hat der Herr mir gesagt, ich werde einen Pastor heiraten. Wir werden vollzeitig für den Herrn arbeiten. Ich bin deine Gehilfe, deine Gefährtin. Und ich werde mit dir auf den Weg bleiben, damit ich dir in allen Dingen helfen kann. Dies hat sie 40 Jahre lang gemacht. Auf eine absolute treue Weise. Und dies ist unbedingt der Fall. Es geht nicht um eine bloß gefühlsmäßige Liebe. Es ist gefühlsmäßig. Es geht um keine bloß sentimentale Liebe. Es geht darum, dass wenn wir die wahre Gehilfen und Gehilfen des Herrn Jesus gemacht worden sind als unser himmlischer Bräutigam, dann werden wir ihm helfen. Wir werden ihn in allen Dingen unterstützen. Der Herr Jesus hat doch, als er in dieser Welt war, selber gesagt. Nur diejenigen, die wahrlich für mich sind, sammeln geistliche Schätze mit mir. Die Leute, die nicht mit mir geistliche Schätze sammeln, sind gegen mich. Es ist eine aktive Liebe. Zieh mich nach dir, so laufen wir zusammen. So nehme ich mein Joch auf mich und tue ich dein Werk, oh Herr. Du gehst voran in der Erntefelder hinein, wo die verlorenen Menschen sind. Aber ich folge dir nach. Ich bin an deiner Seite und dann höre ich, wie du zu mir redest. Dann redest du in meinem Herzen und Gedanken hinein. Dann höre ich lebendige Worte laut Jesaja, Johannes 6, Vers 63. Und dann weiß ich genau dies, Herr Jesus, soll ich sagen. Und wenn ich dann rede, redet der Herr Jesus durch mich. Weil ich bin seine Gefährten, seine Gehilfen. Ich gehöre zu seinen Gehilfen. Die Frage ist, hast du auch all diese Jahre, seit du gerettet worden bist, für den Herrn gearbeitet als seine Gefährten und Gehilfen? Bist du mit ihm auf seinem Weg geblieben? Hast du seine Stimme gehört? Und als du seine Stimme gehört hast, hast du in seinem Namen und für ihn geredet, um seines Willen geredet, um seines Evangeliums Willens geredet, für das Kommen von Gottes Reich hast du geredet und du hast gespürt, wie herrlich es war, dass der Herr Jesus durch dich geredet hat. Und du hast auch gespürt, wie köstlich seine Salben gedüftet hatten, als er zu dir und durch dich zu den anderen geredet hat. Ja, du hast gewusst, Paulus, du bist nicht alleine bezüglich dieser Erfahrung. Ich lebe nicht mehr. Ich bin gekreuzigt worden für das alte Leben. Ich bin in dem neuen Leben mit dem Herrn Jesus als meine geliebte geistliche Ehemann drin. Und ich unterstütze ihn in allen. Er wirkt in mir und durch mich. Durch uns vervollständigt er seine Werke. Aber manche Leute denken, wir sollen nur in unserer Kämmerlein die erste Liebe erfahren. Nein. Du wirst in Kürze nicht mehr seine Liebe erfahren können, wenn du nur in deinem Kämmerlein bleiben würdest. Es gibt Leute, Spurgeon hat gesagt, du darfst nicht drei Predigten anhören oder zwei, ohne dass du angefangen hast, auch zu den anderen zu reden. Er sagt, du darfst nicht einfach nur empfangen, dann sollst du rausgehen. Sie haben doch ein ernstliches Problem in seiner Zeit gehabt. Das Kirchengebäude war viel zu klein. Die Hälfte waren draußen. Leute konnten nicht hören. Dann hat er gesagt, okay, wir machen einen Plan. Christ kommt nur heute Abend, morgen. Dann bist du erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Dann gehst du heute Nachmittag und Abend. Dann evangelisierst du die ganze Zeit. Sie konnten nicht, die Luxus, die wir haben, hatten sie nicht gehabt. Weil nur die Hälfte konnten hineinkommen manchmal. Sie mussten ihr Problem doch lösen. Und es ist doch so wunderbar, der Herr Jesus sagt, dieser Mann, er war so besessen gewesen, eine Legion von Dämonen war in ihm drin gewesen. Dann hat er ihn erlöst. Alle die bösen Geister hat der Herr Jesus aus ihm herausgetrieben. Herr, ich liebe dich jetzt, lass dich doch, ich bitte dich. Du wirst jetzt diesen Ort verlassen. Du darfst nicht ohne mich gehen. Herr, ich will mit dir in dem Boot hinein. Ich will mit dir fahren. Ich will bei dir bleiben.
Die Antwort war, nein, du darfst es nicht tun. Ich werde diese Leute jetzt verlassen, sie wollen mir nicht hier haben. Dies haben sie mir gesagt. Aber du wirst hier bleiben, mit meinem Namen zu reden. Du wirst mit mir in meinem Joch ziehen, während ich weg sein werde. Und dann wirst du erfahren, während du in meinem Namen redest, werden meine Salben duften in deinen Gedanken und Herzen und durch dich. Und du wirst so arbeiten in meiner Kraft, durch meine Befähigung, dass mein Name für die Menschen wie ausgegossenes Salböl sein wird. Und sie werden sagen, ich will auch gerettet werden. Von deinem Christus will ich auch mehr hören. Er soll doch unbedingt auch mein Christus werden. In Zeiten der Erweckungen, der wahren Erweckung, sind die Dinge so stattgefunden. Die Leute hatten nicht gezögert, ach, dieser Christus ist so köstlich, so kostbar. Lass uns ihn doch kennenlernen. Du hast so geredet, wir sind gefesselt worden mit Seilen der Liebe. Oh Herr, rette mich. Dein Mann hat zu mir geredet, aber eigentlich hast du durch ihn zu mir geredet, oh Herr. Dann dürften die Salben des Herrn Jesus auf eine viel köstlichere Weise noch. Ist dies, was die Bibel uns lehrt? Dass die Salben des Herrn Jesus noch köstlicher düften soll, während wir nicht mehr in unserer Kämmerlein drin sind. Wir sind nicht auf unseren Knien mehr, wir lesen nicht mehr unsere Bibel, wir beten nicht mehr zu Gott mit lauter Stimme, wir sind auf die Straßen, die Lehrerin ist in ihrer Klasse, der Schreiner ist wo er arbeitet mit Holz und so weiter, er macht Möbel, aber redet auch zu den anderen Schreinern dort. Dann, wenn wir geisterfüllt genug sein werden, werden die Salben des Herrn Jesus dann noch herrlicher düften. Meine Bibelstelle, wo ich davon wieder zu überzeugen, kennt ihr doch sehr gut. Nämlich Johannes 15, Vers 10. Johannes 15, Vers 10. Der Herr Jesus hat uns das richtige Beispiel diesbezüglich gezeigt und dies auch erwähnt. Höre doch, Johannes 15, Vers 10. Er sagte seinen Jüngern, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und so in seiner Liebe geblieben bin. Was beinhalteten die Gebote des Vaters? Wir haben es schon davon gelesen aus Lukas Kapitel 4. Geh, mein Sohn! Dieser Mann ist zerschlagen, hat ein zerschlagenes Herz. Schenke ihm ein neues Herz. Diese Frau ist wie ein geknicktes Rohr. Mache sie aufrecht, dass sie in dir gestärkt werden wird. Dieser Mann ist verloren in der Sünde. Erlöse ihn, damit er Freude an dir und in dir erfahren würde. Und in mir. Und als der Herr Jesus zu den Menschen geredet hat, als er seine Jünger belehrt hatte, als er die Leute, die Verlorenen, zu sich gezogen hatte, die Leute wirksam berufen hatte, sind die Salben gedüftet vom Herrn Jesus. Warum denkt ihr, waren zwei Brüder berufen worden? Ihr sollt ihre Netze jetzt lassen, ihr dürft nicht weiter arbeiten, folgt mir nach. Warum hat sie nicht gemurrt und geklagt? Sofort gemacht, was er gesagt hat. Die Salben des Herrn Jesus hat geduftet, sie hatten sofort mitbekommen, er ist köstlicher als alles. Wir folgen ihm nach. Wir verlassen Vater, Mutter, Kinder, Arbeit, alles verlassen wir. Wir folgen ihm nach. Andere zwei Jünger, noch zwei Brüder, waren beschäftigt, nicht die Netze herauszuwerfen, zu fischen, sondern um die Netze zu reparieren. Johannes und seine Brüder. Lasse ihre Netz, lässt ihre Netze, folge mir nach. Sofort machten sie dies. Wie hat er dies geschafft, der Herr Jesus? Seine Salben hatten geduftet. Sein Name war für sie wie ausgegossenes Salböl gewesen. Aber als die Stadt fand, spürte er, ach mein Vater, du bist mir jetzt so nah. Die Einheit mit dir erfahre ich als so köstlich jetzt, oh Vater. Was hat er den Jüngern gesagt, als er gehört hat, als er gewusst hat, in Kürze werde ich in Gethsemane Blut schwitzen, viel Blut schwitzen. Meine drei Jünger
werden mich nicht unterstützen. Sie werden keine Sekunde lang, was noch von einer Stunde lang mit mir zusammen wachen im Gebet. Und dann werden die römischen Soldaten kommen, ich werde von Judas einen Judas-Kuss empfangen. Und dann werden sie mich verhaften. Dann werde ich geschlagen werden und so weiter, bevor ich ans Kreuz gehen würde. Aber was sagte er, als er daran dachte? All diese Dinge wurden kurz auf ihn zukommen. Die Stunde kommt, dass ihr mich verlassen würdet. Ihr werdet mich im Stich lassen. Ihr werdet mich alleine lassen. Aber was sagt er weiter? Doch bin ich nicht allein. Doch bin ich nicht allein. Weil mein Vater ist immer bei mir. Darum liebt mich der Vater, weil ich sein Wille tue. Ja, je mehr der Herr Jesus den Wille des Vaters getan hat, indem er den Menschen gedient hat, je mehr hat die Jesus Christi Salben gedüftet, je mehr hat Gott dies gerochen, je mehr begeistert ist sein Vater von seinem Dienst geworden und je mehr war der Vater in dem Salböl drin gewesen, weil wir wissen, die drei Personen der Dreieinigkeit können wir keine Sekunde lang voneinander trennen. Die Fülle des Geistes ruhte doch ohne Maßen auf ihn und in diesem Salböl war der himmlische Vater drin. Warum hat er, dies ist der Grund, warum er laut Johannes 14 Thomas und Philippus gesagt, und den anderen gesagt hatte, wer mich gesehen hat, hat mein Vater gesehen. Die ganze Zeit lang, mein Dienst von 3,5 Jahre lang ist vorbeigegangen. Dies habe ich verstanden. Aber wisst ihr was? Als ich geredet habe, habe ich geredet als jemand, der die Worte meines Vaters gehört hat, von mir drinnen. Nicht nur vom Himmel herab hat mein Vater zu mir geredet, sondern von drinnen. Der Vater, der in mir wohnt. Er hat auch die Werke, die ich getan habe, durch mich getan. So nah war die Beziehung, so intim und innig, so küsslich und so lieblich. Ach, wir sollen doch lernen, nicht nur unseren Herrn zu treffen, solange wir in unserer Kämmerlein drin sind, sondern auch während wir auf den Weg mit ihm gehen. In Bezug auf alles, was wir machen. Ach, Geliebte, dies ist auch so köstlich und wunderbar. Dieses Vorrecht. Aber lass uns noch nur einen Punkt behandeln, weil wir sind schon zur Seite 4 gekommen und ich habe 10 Seiten, aber ich werde wieder den Mut aufgeben müssen. Ich werde doch nicht sehr weit kommen können, aber sie hat zuerst gesagt, sein Liebe ist besser als Wein. Herr, ziehe mich zu dir, dann laufen wir, dann renne ich schnell mit dir auf deinem Weg. Dann zögere ich nicht, dann bin ich nicht langsam. Wisst ihr, warum Kinder Gottes so langsam sind, warum die Jünger Christi so langsam sind, die Dinge zu tun? Sie sind nicht mit dem Geist Gottes erfüllt. Sie sind nicht vollständig begeistert von Christi Liebe. Sie erfahren und spüren und genießen ihn nicht genügend. Hättest du ihn genügend gespürt und geliebt, bist du mit ihm gelaufen sofort? Hätte der Pastor nicht gebraucht, eine zweite Predigt zu machen? Dir ein zweites Mal zu warnen? Oder anzusprechen? Oder zu tadeln? Oder dazu zu ermutigen? Dann hast du es gemacht. Herr, ich habe es einmal gehört. Diese Gabe hat mein Herr mir gegeben. Die Dinge, die ich für das erste Mal gehört habe, manche Dinge habe ich kein zweites Mal wieder gehört. Vor 35 Jahren habe ich Dinge in einem Buch gelesen. Dieses Buch habe ich nicht wieder aufgeschlagen. Aber ich konnte nicht vergessen, was er mir gesagt hat. Aus dem Buch von Watchman Nee und so weiter. Ich habe keinen Pastor gehabt, der mich richtig belehrt hat. Ich wollte meinen Pastor einmal treffen. Ich habe ihm gesagt, mein Pastor, ich habe ein ernstliches Bedürfnis. Er hat mich nicht nur einmal getroffen. Nicht nur einmal. Immer gesagt, später, Johann, später. Und dies ist niemals stattgefunden. Die richtige Lehre habe ich nicht von Menschen gehört. Sondern wie Paulus von Gott. Und durch Männer, die schon gestorben sind. Aus der Bibel, aus Büchern von den verstorbenen Männern.
Aber ich habe gebraucht, einmal irgendetwas hören, dann habe ich es gemacht. Seine Worte sind in meinem Herzen, in meinen Gedanken eingraviert worden. Deswegen können, solange ich nicht den Mensch habe, werde ich nicht in der Lage sein, seine Worte als Liebesworte zu vergessen. Seine Salben duften noch die ganze Zeit lang. Und du sagst mir, Johann, jetzt, wenn du so redest, dann weiß ich nicht, ob ich gerettet bist. Du bist gerettet. Wenn wir dir sagen, dass du gerettet bist, dann bist du gerettet. Weil wir spüren doch Christi Merkmal in dir, aber du erfährst einen Mangel. Weil du nicht erfüllt bist mit dem Geist Gottes. Deswegen bist du nicht so gezogen, fühlst du dich mehr so vollständig gezogen zum Herrn Jesus. Deswegen läufst du nicht so schnell mit ihm auf seinem Weg. Sofort, Herr, ich verschwinde keine Sekunde, Herr. Ich liebe dich zu viel. Weil du wirst mich doch hinterlassen, wenn ich nicht mit dir auf dem Weg bleiben würde. Der Herr hat manche Christen hintergelassen. Weil sie sind so langsam, sie sind zu ungehorsam. Dies wollen wir doch nicht haben. Und wir rennen doch mit ihm, laufen mit ihm, weil wir ihn lieben. Und dies machen wir schnell und rechtzeitig, nicht zu spät dann. Und dann belohnt er uns. Welche Leute werden durch den Herrn belohnt? Jetzt werde ich euch schockieren. Die Leute, die es verdient haben. Die Leute, die es verdient haben. Die Leute, die gehorsam und treu sind, belohnt er. Er belohnt nicht die untreue Christen, er belohnt die treue Christen. Er hat diese junge Dame mit ihr gemacht, was in Vers 4 geschrieben steht. In Vers 4, es gibt ein Vers 4, A, B, C, D und E. 4a, ziehe mich dir nach, so laufen wir. 4b, der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Ja, ich habe euch schon gesagt, einmal waren ich und Susanne doch irgendwo in einer Stadt. Und wir schauten in dem Schloss die schönen Wohnungen an. Ach, Pracht und Prahl. Wir wissen doch, dass Salomo ein König war, oder? Er war superreich gewesen. Und so war es nicht nur in Salomos Fall, so auch im Fall von den wahren Königen von damals, von den Fürsten. Sie hatten Gemächer gehabt in ihren Schlössern. Aber sie hat ein Gemächer gehabt für ihre geliebte Frau. Manche dieser Fürsten waren ihre Ehefrauen gegenüber untreu. Sie hatten ihre Huren dort hineingebracht. Aber der Herr sagt, ich bringe keine Hure in meine Gemächer hinein. Nur die treue junge Mägde, die immer noch die Jungfrauen sind. Welche Leute lieben ihn? Die Jungfrauen. Sie sind jungfraulich rein. Sie hat viele Sünden gepflegt und begangen, hatten, aber sie sind gereinigt worden und geheiligt worden, abgesondert für ihn allein durch sein köstliches Blut. Unser Bräutigam musste uns teuer erkaufen, dies hat er gemacht. Es ist ihm sein Leben, sein alles gekostet, aber du bist jungfraulich rein. Denke nicht zurück an sein sündhaftiges Leben, dies ist vorbei. Ich betrachte dich als jungfraulich rein. Du bist meine reine Macht. Du bist nur für mein Genuss da. Und deswegen bringe ich dir jetzt, weil du so treu warst bis jetzt, du hast so gebeten, die richtigen Dinge getan, bringe ich dir in meinem Gemächer hinein. Der König hat mich. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Man kann nicht einfach Vers 4 erwähnen, ohne Vers 1 bis 3 zuerst gut zu studieren und zu begreifen. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wo kein Mensch mich stören kann, wo niemand oder nichts mich stören kann, wir sind miteinander allein. Auch wenn ich irgendwo auf die Straße bin, dann bin ich mit ihm in seine Gemächer, während ich seine Freude spüre. Ich muss noch sagen, ich bin fast gestorben als junger Mann. Die Salbung des Geistes hat so auf mich gerührt. Die Freude war so
unermesslich groß. Ich musste einfach weinen während des Gottesdienstes. Ich habe geweint und geweint. Ich konnte mich selbst nicht kontrollieren, weil der Geist hat so auf mich geruht. Die Liebe des Christus, das ich gespürt habe, war so überwältigend manchmal. Seine Salben hatten so gedüftet, ich kann euch nicht erklären, man muss sie selber erfahren, aber mein König hat mich auch in seine Gemach hineingebracht. Keine andere Frau dort, ich. So soll jeder Christ als Teil von Christi wahre Braut von Zeit zu Zeit, du kannst dies nicht jedes Mal spüren. Wenn du dies fortdauernd spüren würdest, wirst du sterben. Würdest du sterben. Niemand kann auf diesem Niveau die ganze Zeit leben. Auf dem Berg der Verherrlichung können wir nicht bleiben. Wir werden kaputt gemacht werden. Die D.L. Moody hat doch gesagt, oh Herr, bitte, höre doch auf, ich kann nicht mehr deine Liebesküssen erdulden. Mein Körper ist zu schwach dafür. Aber von Zeit zu Zeit brauchen wir dies, um diese Freude zu erfahren auf einem ganz anderen Niveau. Jedes Mal wieder, nächste Woche wieder oder nach zwei Wochen wieder auf diesem Niveau. Der König hat mich zu diesem Ziel im Zweck in seine Gemacher gebracht. Dann jauchzen wir, freuen wir uns an dir, preisen wir deine Liebe, gedenken wir deine Liebeskosen, gedenken wir deine Liebkosungen, wie Elberfelder redet in der Fußnote bei Vers 4 von Kapitel 1 vom Hohenlied. Ach, Geliebte, wir brauchen solche Erfahrungen auch. Wir können nicht dabei bleiben, dies die ganze Zeit erfahren, hat Spurgeon auch gesagt, hat Spurgeon auch gewusst. Aber dies brauchen wir von Zeit zu Zeit. Und dann, dadurch wird unsere Liebe so angezündet. Und lasse ich euch beweisen, dass der Herr die treue Christen mit dieser Erfahrung belohnen, nicht die Untreue. Zurück zu Johannes Kapitel 14, wie wir vor einigen Wochen darüber geredet haben. Johannes Kapitel 14, damit höre ich auf, weil die Zeit ist eigentlich schon vorbei. Johannes 14, Vers 21, was sagte der Herr Jesus? Wer meine Gebote festhält, ist nicht ausreichend. Wenn man Elberfelder und Schlachter zusammenbringt, ihre Übersetzung, dann bekommt man Folgendes. Wer meine Gebote hat, festhält und befolgt. Hat, festhält und befolgt. Nicht alle Menschen haben Christi Gebote. Nur die Leute, in deren Herzen Christi Gebote als Liebesgebote eingraviert worden sind. Und in ihren Gedanken auch. Nur diese haben Christi Gebote. Die anderen lesen nur davon. Aber wir, die diese Erfahrung hatten, wissen, wir haben seine Gebote in unseren Herzen und Gedanken drin. Wie die Gebote und die Gedanken des Herzens und der Wille des Vaters im Herzen des Herrn Jesus zu so einem Maß drin waren, dass er gesagt hat, deine Gebote und dein Gesetz ist mit meinen Organen verflochtet worden. Laut Psalm 40, Vers 8 in dem Hebräischen. Wer meine Gebote hat, festhält und befolgt, sie, der ist es, der mich liebt. Die anderen lieben mich nicht. Nur die Leute, die so handeln, lieben mich wahrlich. Und wie reagiert der Herr Jesus auf so eine Wiederliebe zu ihm? Wer aber mich liebt, nämlich auf die Weise, worauf ich es jetzt beschrieben habe, dieser Christ hat als Teil der wahren Braut, hat meine Gebote in ihren Gedanken und Herzen drin. Sie hielten sie fest und sie befolgt meine Gebote. Sie hält sie fest und sie befolgt meine Gebote. Ich spüre, dass sie mich wahrlich liebe. Deswegen reagiere ich mit einer weiteren Wiederliebe auf ihre Wiederliebe. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Der Vater im Himmel ist so begeistert, wenn wir Christus so lieben, dass er einfach nicht anders kann, als zu reagieren darauf. Und mein Vater wird ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und auf welche Weise werde ich diese Liebe, die ich zu ihm habe, als eine reagierende Liebe zeigen? Praktisch und persönlich. Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wann hat der Herr Jesus
in dir offenbart. Einzahlsform. Es geht nicht hier um was wir hier hören. Ja, es könnte stattfinden, während wir die Botschaft hören. Aber Herr, hat der Herr Jesus dich in dir offenbart auf eine ganz persönliche und ganz einzigartige Weise. Er hat ihn mir offenbart auf eine Weise, die kein anderer Christ erfahren hat. Jeder von uns sollte diese Erfahrung haben. Ich werde mich ihm offenbaren. Ihr offenbaren, wenn ich eine Frau wäre. Versteht ihr dies? Versteht ihr, es geht um was für einen Zusammenhang wir haben. Wer meine Gebote hat, festhält und befolgt, und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich auf diese Weise liebt, der wird von meinem Vater mit einer Wiederliebe geliebt werden. Und ich werde ihn lieben oder ihr lieben und mich ihm oder ihr offenbaren. Er sagt nicht, dass er uns offenbaren würde, ob es ein tausendjähriges Reich gäbe oder nicht. Kommt oder nicht. Ob es wortwörtlich stattfinden würde oder nicht. Oder ich werde mich ihm offenbaren. Der Herr offenbart ihm dir. Mehr von ihm, damit du erfahren kannst, was Paulus erfahren hat, was Paulus erfahren wollte mit aller Macht und Kraft als erste Priorität, laut Philipper 3, Vers 10. Oh, damit ich ihn erkenne. Herr, ob es goldene Straßen geben würde oder nicht. Ob du wahrlich sieben Hörner hast, wie wir da von dem Offenbarungsbuch lesen, dies weiß ich, du hast es nicht, aber es gibt andere Christen, die zweifeln. Aber dies ist nicht entscheidend für mich. Goldene Straße oder nicht, sieben Hörner oder nicht, und was auch, dies ist nicht so entscheidend. Was am entscheidendsten ist, du sollst dich mehr offenbaren. Ich will dich besser erkennen. Und Herr, dies wird nur stattfinden, wenn du dich mehr offenbaren wirst. Würde es anders nicht? Wisst ihr, wir können Christus nicht besser erkennen, wenn er sich uns nicht offenbart. Aber er macht es mit dem Christ als einzelner Christ, der ihm gehört und gehorcht und so seine Liebe zu ihm zeigt. Über die Jahrhunderten hatten solche Christen Erfahrungen gehabt mit dem Herrn Jesus, die unbeschreiblich waren. Spurgeon war einmal in seinem Kämmer, in seinem Schlafzimmer drin gewesen und er hat gesagt, der Mond hat gescheint, hell, aber ich wollte nicht mich herumbewegen, weil die Gegenwart des Herrn Jesus war so überwältigend. Ich wollte es nicht verlieren. Und Stunde nach Stunde hat er Christi köstliche Gegenwart genossen. Hat er ihn belehrt über sich selbst. Solche Erfahrungen hat er so oft gehabt. Ich habe mehrere solche Erfahrungen gehabt. Am besten noch war es gewesen, am köstlichsten, als wir verfolgt waren. In eine Ecke getrieben waren. Als wir an ihn gebetet haben, war er da. Auf eine köstliche Weise. Geliebte, glauben wir, was hier geschrieben steht, ist dies auch für die Christen in Deutschland, in Europa oder nur für die Christen in Südafrika und so weiter? Ist doch für die Christen in Deutschland auch. Wir sind nicht so gefühlsgeprägt. Die Gefühle sind für uns nicht so wichtig, aber dann ist Christus nicht für dich wichtig. Es geht um die Erfahrung, neue Erkenntnis von ihm, in Bezug auf die Fakten, die Realitäten über ihn, um die Erfahrung auch. Ich sage wieder, du kannst ihn nicht die ganze Zeit lang so erfahren, du wirst sterben. Aber dies brauchst du immer wieder, von Zeit zu Zeit. Die andere Seite machst du einfach im festen Glauben mit ihm weiter. Ach, Geliebte, ich muss unbedingt aufhören, weil ich weiß nicht, wann wir aufhören werden mit dieser Serie. Weil es geht so langsam. Aber die Frage ist, wenn wir aufhören würden, wahrscheinlich so innerhalb von 2 Wochen oder so, werden wir dann anders geprägt sein oder werden wir noch dieselbe sein? Was für einen Unterschied wird diese Predigten machen in deinem Leben? Oder werden sie machen? Was für einen Unterschied
haben die Predigen, die du über aus dem Hohen Lied mitbekommen hast bis jetzt, von diesem Pult, was für einen Unterschied haben diese Predigten schon gemacht oder nicht gemacht? Wir wollen unserem Herrn gefallen, er ist es doch wert, oder? Er ist doch köstlich genug dafür. Und er sagt, ihr seid auch mir so viel wert. Ach, der Herr will es so gerne haben. Er sehnt sich nach uns. Nach unserer Liebe, er sehnt sich danach, die Gelegenheit zu haben, dass wir zur Seite gehen werden manchmal. Obwohl ich gesagt habe, dass wir unseren Herrn auch erfahren sollen, während wir seine Gebote auf die Straßen, in den Bussen, überall halten, brauchen wir doch Zeiten mit ihm ganz allein. Herr, bringe mir doch in deine Gemächer hinein. Ach Herr, ich will dich kennenlernen. Wie kann ich als Pastor, als Prediger am Sonntag reden über das Buch Hohenlied, wenn ich rein theoretisch reden würde? Bist du begeistert, nicht nur von Christi Dingen, sondern von Christus selber? Ich habe selten solche Christen in Deutschland erfahren. Immer ein Problem haben sie. Aber Paulus hat gesagt, ihr habt eine Verantwortung mehr gegenüber, liebe Geschwister. Ihr sollt unbedingt meinem Herrn, Herzen im Herrn Jesus erquicken. Weißt du, wann erquickst du mein Herzen im Herrn Jesus? Wenn du so ab und zu am wenigsten zu mir über den Herrn Jesus redest, wenn du mir sagst, wie er sich in dir offenbart hat, wie begeistert du von ihm bist, wie köstlich deine Liebe für dich, dir gegenüber ist, wie du dies erfahren und begriffen hast. Ach, Geliebte des Herrn, verliere noch nicht wegen dieser Predigt den Mut. Die Leute sind so verdreht, dass manchmal nach so einer Predigt heulen die Leute, dann verlieren sie den Mut. Der Herr Jesus hat sie eingeladen. Ach, ich bin kein Christ, obwohl sie Christen sind. Und dann vergeuden sie noch mehr Zeit. Ach, reagiere doch richtig. Wir wollen doch unserem Herrn gefallen. Wenn wir so handeln und leben werden mit dem Herrn Jesus, werden wir handeln wie die zwei von Apostelgeschichte 4,13 gehandelt hatten. Als die zwei Apostel redet, spürten diese verlorenen geistlichen Leiter, sie waren mit dem Herrn Jesus gewesen, sie sind immer noch mit ihm. Sie sind frisch aus seiner Gegenwart herausgekommen, zu den verlorenen Leitern zu reden, aber er blieb bei ihnen, er redete immer noch durch sie und seine Salben dufteten noch immer. Ach Geliebte, wie werden wir den Verlorenen berauben, wenn wir nicht mit dem Geist Christi erfüllt sein werden, wenn wir nicht auf eine glaubwürdige Weise zu ihnen reden würden über einen Christus, den wir kennengelernt haben, den wir immer noch erfahren. Das Wort glaubwürdig hat jemand, der hier ist, mich gelehrt. Und ich sage euch, wir brauchen ein glaubwürdiges Zeugnis. Und das Zeugnis der ganzen Gemeinde hier wird absolut glaubwürdig sein, wenn unser Angesicht strahlen werden, wenn wir hell leuchten werden, mit der Herrlichkeit und mit der Köstlichkeit und mit der Lieblichkeit des Herrn Jesus selber. Er ist doch auferstanden. Seine Salben duften immer noch auf eine herrlichere Weise als bevor Pfingsttag. Deswegen konnten sie so viele Menschen für den Herrn gewinnen, weil sein Name immer wie ausgegossenes Salböl war. Warum hast du nicht die Freimütigkeit ihm gegeben? Nein, was wirst du hier nachmachen? Mich wieder schuldig fühlen, unter der Woche hast du Dinge wieder nicht richtig gemacht. Ach, dies ist kein gutes Thema doch. Ein besseres Thema ist doch unser Herrn Jesus selber, oder? Warum so viel Zeit vergeuden? Ich habe gestern einen Bruder gefragt. Ich werde nicht sagen, welcher Bruder. Seine Frau war auch gegenwärtig. Glaubst du überhaupt, was in 1. Johannes 1, Vers 7, 9 geschrieben steht, oder was dort nicht geschrieben? Steht dort geschrieben. Dort steht geschrieben, mein lieber Bruder, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist Gott
gerecht und treu, dir all deine Sünden zu vergeben, dir von all deiner Ungerechtigkeit zu reinigen. Zu welchem Ziel und Zweck? Damit du es nicht mehr brauchen würdest, über deine Sünden nachzusinnen, sondern damit du im Gegensatz dazu, im Gegenteil, reines Gewissen sein werden und dem Herrn Jesus gegenüber freimütig. Was erfahren wir von dieser Frau aus dem Hohenlied 1? Dass sie dem Herrn Jesus gegenüber freimütig geblieben ist. Freimütig. Und deswegen hat sie so alles so spontan erfahren. Wäre meine Frau mir gegenüber unfreimütig, wäre dies das große Schmerz meines Herzens und Lebens gewesen. Aber meine Frau ist mir gegenüber völlig freimütig. Ich bin ihr gegenüber völlig freimütig. Deswegen können wir einander in der ersten Liebe, Beziehung und Gemeinschaft genießen. Ach, Geliebte, der Herr, der Geist des Herrn, will dies schaffen und kann es schaffen. Bete dafür, vertraue ihm dafür. Du wirst dich nie bereuen. Amen.